Und da sind wir auch schon in der zweiten Runde der Gothic 2 Fight Contest Modifikation. Gehen jetzt auch in die zweite Map. Das ist eine selbst erstellte Map von dem Mod-Ersteller. Gefällt mir eigentlich recht gut, ist für meinen Geschmack aber wirklich zu groß. Aber erstmal sind wir nicht full life, was ich nicht ganz so gut finde. Aber das soll uns nicht dran hindern, hier die Leute wegzuschnetzeln. Wie die erste Folge ankam, weiß ich natürlich noch nicht. Aber ich denke mal, Alter, was ist denn hier los? Ja, aber ich denke mal, dass es nicht schlecht ankommen wird. Denn so Modifikationen kann man eigentlich immer bringen. Auch wenn es nur so kleine Modifikationen sind wie diese hier. Aber man kann auch sehen, dass kleine Modifikationen cool sein können. Und rausgehen kann man auch. Also die Map ist cool aufgebaut. Vor allem die Bäume wegen dem Texturenpaket. Das darf ich nicht vergessen, mit reinzustehen. Guckt euch mal die Bäume an und wie die Gegend aussieht. Das gefällt mir schon echt gut. Das ist ein echt schönes Texturenpaket, muss ich sagen. Dadurch sieht Gothic wirklich schon anders aus. Und das hat auch wirklich ein anderes Feeling. Aber das ist auch sehr cool gemacht hier mit den Skeletten. Ist eine schöne Mod. Also für zwischendurch top. Ist auch einer der ersten Modifikationen, die ich jemals gespielt habe. Meine ersten Modifikationen, kann ich mal kurz ein paar Geschichten erzählen, waren auf einer GameStar-CD. Da hatte ich noch gar kein Internet, das weiß ich noch. Mein Vater hat damals nämlich, oder immer noch, Videospielzeitschriften gesammelt. Und da war auch die GameStar dabei. Und dort gab es Modifikationen für Gothic. Unter anderem Piratenleben hieß das, glaube ich, und die Gemeinschaft des Grauens. Und wisst ihr, was das für ein Feeling für mich war? Ich wusste damals noch nicht mal, ich glaube, ich war da 13 oder 12 oder 14, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Da wusste ich noch nicht mal, dass es Modifikationen überhaupt gibt für Spiele. Dass Leute sich wirklich hinsetzen und sagen, yo, das Spiel ist so geil, ich mache für Fans und auch für mich ein anderes Spiel daraus mit einer anderen Story. Und auch schon mit 13, 14 kannte ich Gothic 2 in- und auswendig. Und dann kümmert er da um. Und das war so ein Feeling für mich. Das war wirklich unbeschreiblich, kann man schon fast sagen. Und ich glaube, die Gemeinschaft des Grauens sowie Piratenleben habe ich gesuchtet. Und haben mir auch so ultra viel Spaß gemacht. Auch heute noch ist die Gemeinschaft des Grauens und Piratenleben Modifikationen, die von vielen Leuten gespielt werden und auch sehr gut sind. Also ich bin da nicht alleine. So, wo ist jetzt der Boss gespawnt? Spawnt denn der Boss? Aber mit diesem Texturenpaket werde ich mir überlegen, jede Modifikation zu spielen. Das Hauptspiel schön Classic-mäßig lassen, so wie man es kennt. Und da hinten ist er. Und die Mods, so mit den Bäumen und alles, da ist das Feeling nochmal tausendmal besser. So, jetzt, ach komm, Alter, mache ich den ersten Step. So, wie gesagt, die erste Runde war ja jetzt nicht ganz so... Ach du Scheiße, gehen die jetzt alle auf mich? Ah, Alter. Ruhig. Alles klar, jetzt kommt noch einer von hinten. Aha. Oder auch nicht. Gut. So, Schlag. Nein, so. Komm schon. Ja. Also hier spawnen die Gegner auf jeden Fall heftiger als in der Burg. Alter Verwalter. Oh, da sind noch ein paar andere Gegner. Komm, töte ihn. Ja, abgesnackt. Und dich auch noch. Ich will nach draußen. Ich will hier fighten. Oh, Alter, guckt euch das an. Okay, das jetzt mit dem Steg ist nicht ganz so krass. Ein paar Texturenfehler. Aber ansonsten sieht das echt... Muss man ja nicht hingucken. Das sieht cool aus. Kann man nicht hier draußen kloppen? Wo sind hier die Gegner? Ansonsten finde ich das top. Ich weiß nicht, irgendwie hat das was. Wahrscheinlich kommt das auch mit dem Texturenpaket erstmal richtig zur Geltung. Und soll ich aufhören, Texturenpaket zu sagen? Soll ich Texture Pack sagen? Sucht es euch aus. Leider kann ich euch jetzt nicht sagen, was ihr besser findet. Aber ich hoffe, dass ihr die Mod genauso gut findet wie ich. Und wenn ihr nochmal eine Runde von der Burg sehen wollt, haut es raus. Vielleicht auch auf den schwierigen Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, ich bin dafür alles offen. Und absnacken. Wow! Bleib stehen! Komm schon! Ja! First Hit!
Jawohl. So, Rüstung, 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 Rüstung. Junge, verschwinde, Alter. Du reißt mich nicht an, wenn ich hier gerade am Fighten bin. Nein, 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 den will ich. Danke. Ho! Gehen die alle auf mich? Ja, die gehen alle auf mich. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Wartet. Ho, sammeln. Wo gibt es eigentlich hier eine Stelle, sich zu heilen? Alter, jetzt gehen 4 Stück auf mich. Wartet erst. Der 5. Bleib geht auf mich. Stehen, alles klar. Nein, ich bleib nicht stehen. Alter. Alter. Okay, also hier spawnen auf jeden Fall mehr Leute als in der Burg. Vielleicht kann ich da hinten ein paar absnacken. Und noch ein bisschen auf Leben gehen. Jawohl. Huh! Sidestep of Doomness! Alter, ey, die haben richtig Druck, die Guys! Die Guys haben Druck! Kann man sich hier nicht irgendwo heilen, Freunde? Wo kann man sich hier heilen? Fallen die hier runter? Tschüss! Nice one! Ich bin einfach ein Babbo! Nein, nicht du! Jetzt fighten die alle da unten! Ausgetrickst! Das haben die bestimmt mit Absicht gemacht. Die Dudes hier. Ihr Schlingel. Hier kann man wirklich auch taktisch vorgehen. Ich finde das geil, Leute. Ich finde das richtig geil. Ich muss das jetzt ganz ehrlich mal wieder mal anmerken. Tschüss, Junge. Und jetzt gib mir dein edles Kurzschwert. Nach 100 Jahren möchte ich das auch mal anlegen. Huh! Hohoho, tschüss. Nein, nein, meiner. Jetzt geht's zur Sache. Oh, da ist der Big Booty Bitches. Hallo. Oh nein. Das war's für dich, Penner. Toll. Großes Kino hier mit Stage 2. Da mache ich direkt eine neue Runde. Das Video ging definitiv zu kurz und ich habe den Schaden von diesem Big Fuck Boss unterschätzt. Du hast Stage. Ja, ja, kann das jetzt. Geht das wieder weg? Geht das wieder weg oder bleibt das da jetzt für immer? Ah, okay. Leute, sorry. Ey, das ist definitiv nicht befriedigend gewesen. Das war wirklich nicht nett vom Spiel. Dann hat man hier sogar. Da dachte ich so schön, yo! Gehen wir hier schön auf ein bisschen auf Taktik, werden da oft diese Kuhle benutzen, das wird eine richtig schöne lange Runde und dann down. Aber die haben doch nicht, die haben bei der Burg nicht so viel Damage gemacht, oder? Nein, das kann nicht sein. Wir sind da ja locker bis Stufe 11 gekommen und ich glaube bei Stufe 10 gab es noch teilweise Gegner, die uns nicht auf Half-Life gebracht haben. Könnt ihr mir nicht erzählen. Genatzt, Junge. So, und jetzt schlitze ich euch auf. Ich schlitze euch so weg, Leute. Jetzt bin ich hier wirklich im Berserker-Modus. Jetzt ist vorbei hier. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt gibt es keine Gnade für jeden Einzelnen von euch. Tschüss. Boah, shit. Tschüss. So, am besten noch mit dem Berserker-Modus in den nächsten Fight rein. Komm schon, komm schon, komm schon. Hitte ihn, hitte ihn, hitte ihn. Shit. Aber gut gemacht. Schon mal für gleich üben. Okay. Haben wir gut hinbekommen. Leider aber ist die erste Runde schon vorbei. Also zweiter Anlauf. Ihr habt auch 2 Anläufe. Oh Gott. Also wenn 2 Leute auf einen zukommen, dann ist immer GG. Ich muss den ersten Down bekommen. Runde 3. Weiter geht's hier, Freunde. Das war immer noch nicht befriedigend genug. Wir werden das hier durchbeißen, bis ich eine einigermaßen gute Leistung erbracht habe. Und wenn ich weiter so rede, sterbe ich. Leute, was ist hier los? Was ist los mit mir? Es tut mir leid. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Aber diese Typen, die wollen es einfach nicht anders. Die wollen es nicht anders. So, das war jetzt wirklich die finale Runde.
Sonst wird die Folge, glaube ich, überdimensional groß werden. Aber ich streng mich jetzt auch wirklich an. Die ersten zwei Stages hier. Wer bist du, Big Boss? Geh nach Hause. Geh nach Hause. Hier, Berserker-Modus weiter. Ich glaube, das wird eine gute Runde. Ich hab's im Gefühl. Alter, außer Drehung. Oh, weggesnitcht. Weg. 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 Ich hau euch alle kaputt. Ist kein Problem. So, wo ist der Boss? Da ist er. Du brauchst gar nicht deine Waffe ziehen. Du bist jetzt tot. Und zwar genau jetzt. Danke. Weiter geht's hier mit euch. Ihr habt mich gerade so auseinandergenommen. Ihr kleinen Faggots. Ihr kleinen Fag-Faggots. Alter, warum macht ihr denn auch so einen Damage auf einmal? Junge, komm mir nicht so hier. Du kriegst die Keule in dein Gesicht hier. Nein, 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 das ist meiner. So, Leute, jetzt, ich fühle es. Ich fühle es. Ich fühle die Power. Hehehe, dich snack ich von hinten, Junge. Hehehe, sneaky beaky like. Hui. Oh, oh, fight. Abgesnackt. Oh, 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 nicht von zwei Seiten. Zwei Seiten ist nicht GG. Oh, abgesnackt. Alter, ich bin voll low. Scheiße, was soll ich machen? Der hittet mich einmal und ich bin down. Heilung? Es muss doch irgendwo eine Stelle geben, wo man sich heilen kann. Nein. Nein. Dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen den Dude in die Wohnung locken. In die Wohnung. In die Burg locken. Und hoffen, dass er von dem Fall nach unten stirbt. Oder wenigstens so viel Schaden erleiden wird. Auf einmal ist er so schnell! Wollte mich komplett verarschen! Ha! Ha! Einmal noch! Komm schon. Greif zweimal an, so wie man es kennt. Von Cossack! Ja! Ja, ich hab doch gesagt, ich hab's. Ich fühle es. Oh, ho, 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 Leute. Hier bin ich. Oh. Tschüss. Ihr Noobs. Alter. Ey, sorry, wenn ich hier gerade rumgekreischt habe, wie weiß ich nicht was, aber das war too strong for me. Auf ich war schon so schön safe, so. Ich kann gar nicht mehr reden. Das war so richtig safe. Ich dachte mir nur so, yo, das kriegen wir schon irgendwie hin. Schön gemütlich werden wir ihn da runter purzeln lassen. Und dann kommt er da auf einmal like a Bulldogger angerannt. Oh, Leute. Stage 5 sind wir in Versuch 1 gekommen. Also, wenn wir jetzt in Stage 6 kommen, wird mir das eigentlich schon reichen. Okay, Leute, das müssen wir ausnutzen. Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo ist der Boss? Da hinten, renn. Komm schon! Hit ihn! Yes! Jawohl. Berserker-Modus weiter. Alles klar. Alles klar, Leute. Wo, weiter. Junge, reiz mich nicht. Alter, Leute. Jetzt bin ich echt einigermaßen drin. Jetzt macht's richtig Fun gerade. Was willst du, hä? Oh, shit. Zwei Seiten sind immer sehr blöd. So, zack. Tschüss. Bei zwei Händen keinen Respekt zeigen. Erster Hit und Angriff. Puh, Leute, es ist too hot. It's too hot for me. Weg. Oh. Oh, jetzt wollen sie aber. Hui. Tschüss. Oh ja. Oh. Der will. Wollen die? Oh ja, drei Leute wollen mich. Bleib stehen, du Lump. Ah. Ah. Boah, die Runde wird nicht richtig lange gehen, aber ich glaube, die Folge ist ein bisschen lustiger als die letzte.
Jetzt nicht ganz so von Skill geprägt, aber so, der fällt runter und den will ich. So, während die einen sich da hinten hitten, kann ich den Kriegshammer anlegen. Zack. Die erste Waffe im Übrigen, die wir jetzt anlegen können, die besser ist als unsere vorherige. Oh. Das Schwierigere hier an dieser Stage ist, dass man sich nicht heilen kann. Ne, erstmal den anderen. Der ist low, der ist low. Habe ich den bekommen? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe ihn bekommen, sonst wäre ich nicht so full life. Oh, in der Luft geblockt oder was? Komm schon, das edle Schwert brauchen wir jetzt, um den zwei, den schnellen Hieb benutzen zu können. Schade, dass wir nicht noch den Berserker bekommen haben. Junge, hau ab da. Wer auch immer da rechts ist. Boah, der ist gut. Der ist gut. Aber wir sind besser. Rüstung. Oh, lululululu. Okay, alleine. Schiffsaxt. War das schon das edle Kurzschwert da? Lol, ich hab da edles Kurzschwert gelesen. Hab ich da irgendwas verpasst, oder wie? Ich hab irgendwas verpasst, Leute. Wieso liegt da ein edles Kurzschwert rum? Jo, tatsächlich. Oh, macht er einen Schaden. Oh, shit. Oh, shit. Und kann das sein, dass die auch schneller sind als wir? Oh. Bleib stehen, du Lump! Ja, ja, lenk sie ab, lenk sie ab, lenk sie ab. Jawohl. Den müssen wir schnell töten. Oh, der ist schon low. Sehr gut. Okay. So, den blocken wir. Um den dann abzusnacken. Okay, vier Stück ist too strong for me. Bist du low? Hehe, kann ich dich auf dem Weg absnacken. Ah, ich denke immer, hier hoch kann ich, aber oh, 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 lululululu. Bleib stehen, du. Oh ja, da ist auch ein Feuermagier von vor 30 Runden. So, greifen die sich jetzt alle an? Nice. So, dann snacke ich erstmal den Feuermagier ab. So. Dann gehe ich jetzt da hinten hin. Komm schon, absnacken, absnacken, absnacken. Yes! Okay. Habt ihr ein edles Kurzschwert? Wo liegt es hier rum? Ich brauche das edle Kurzschwert, um gegen den Boss jetzt besser antreten zu können. Wieso lag da nur... Shit, wir brauchen das edle Kurzschwert, Leute. Edles Kurzschwert. Da! Da sind sie! So, anlegen. Den Bonus absnacken. Wartet. Nee. Ach, edles Kurzschwert. Ich dachte... Ah, ich habe mich jetzt mit einer anderen Waffe vertan. Ich dachte jetzt hier, wir hätten die Waffe, die uns den einen Bonus gibt. Nee, edles Kurzschwert ist aber... Ja, okay. Ich habe mich jetzt voll verhauen. Okay, einen Hit von dem Gegner jetzt. Und ich glaube, wir sind Geschichte. Wo ist denn der Boss überhaupt? Bist du draußen? Kann ich nochmal einen Abstecher nach draußen machen? So, Verbrücken-Fight wäre nice. Alles klar. Wie ich gesagt habe, epischer Fight auf der Brücke. Oh, Leute, mit diesem wunderschönen Anblick. Nicht gegen die Wand. Nein, nicht gegen die Wand. Nicht gegen die Wand. Jo, jetzt ist vorbei, oder? Yes! Yes! Jetzt müsst ihr euch diesen Cristiano Ronaldo Ruf vorstellen. Dieses Sieh! Kennt ihr das? Scheiße, was war das denn? Scheiße, was war das denn? Oh, ihr habt das geile Schwert. Machst du ein Damage? Ich hab Respekt vor dir, Junge. Gib mir dein Schwert, edles Schwert, edles Schwert. Leg es an. Und wir die Schiffsaxt. Haben wir? Ja, wir haben's. Oh ja, das gibt Punkte hier jetzt, Leute. Das gibt jetzt Punkte. Wenn wir uns nicht dumm anstellen, gibt das hier richtig viele Punkte. Zack, zack.
abgesteppt. Nicht ein Hit kassiert gegen zwei Gegner. Berserker-Modus activated. Außer Drehung. Abgesnackt, bevor er die Waffe zieht. Oh nein, jetzt nicht zu viel unnötig Damage kassieren. Okay, wir haben nochmal Full Life bekommen. Alles klar. Als ob der so viel pariert. Okay, rein da, Leute. Rein da, rein da, rein da. Alter, ich bin gerade richtig concentrated, Leute. Es tut mir leid, aber die Runde ist wirklich GG bis jetzt. Berserker. Ich bin auch zu dritt, ist kein Problem. Tschüss. Tschüss. Ja! Oh, hat er nicht getan. Habt ihr das gesehen, Leute? Wie wir den weggerippt haben. Wie wir den einfach weggerippt haben, den Boss. Ich wechsle gar nicht mehr die Waffe. Ich muss jetzt in diesem Zug einfach hier durchmachen, Leute. Wir sind gerade so gut dabei. Jetzt töte ihn, töte ihn. Nice. So, Leute, jetzt aber mal... Nein, nein, nein. Ich möchte auch mal jetzt... Also so langsam möchte ich schon das neue Schwert anlegen. Oh, Berserker-Modus schon wieder. Und der Boss kommt jetzt. Ausnutzen, ausnutzen, ausnutzen. Ja! Oh, wo, wo, wo? Da. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Renn, renn, renn. Nein, ich habe den Boost verloren. Oh. Okay, den haben wir low gemacht. Umdrehen. Oh nein, das ist einer, der Full Life ist. Ich wollte den jetzt schnell absnacken, um Leben zu bekommen. Okay, hier kann ich was, hier kann ich was reißen. Das haben wir, glaube ich, sehr gut gemacht gerade. Das haben wir wirklich sehr gut gemacht. Aber jetzt müssen wir wieder hier hoch. Ein paar Leute runterpulzeln lassen. Oh Leute, das ist eine richtig lange Folge. Ich muss überlegen, ob ich vielleicht zwei Parts draus mache. Weil das ist echt heftig hier. Der spawnt auf einmal hier oben! Nein, nein, nein! Alter, 30.450 Punkte in dieser, auf dieser Map. Ich bin fertig mit den Nerven, Leute. Ey, bitte fall da runter, bitte. Oh, GG. GG, Guy. Och, Leute. Erstmal Pause und hört jetzt diesen epischen Sound euch an. Ew. Och, Leute. Das war echt eine lustige Runde. Ich bin fast mit dieser Runde zufriedener als mit der davor, weil sie wirklich gezeigt hat, wie viel Spaß man mit dieser Modifikation haben kann. Aber Leute, die Folge geht, ich glaube schon fast eine halbe Stunde, vielleicht sogar noch länger. Wenn ihr noch eine Runde sehen wollt, vielleicht auf der anderen Map oder auf den Schwierigkeitsgrad schwer oder vielleicht auch leicht, um zu sehen, wie weit man dann kommt, dann schreibt es mir in die Kommentare und schreibt mir bitte auch euer Ergebnis. Das wäre noch besser. Ich feiere das richtig hart. Und würde es auch richtig hart feiern, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, weil das macht echt viel Spaß. Und das mit anderen zu vergleichen, das wäre wirklich nice. Auf jeden Fall war das hier die Gothic 2 Fight Contest Modifikation. Der Link dazu ist natürlich in der Beschreibung. Wie das Ganze installiert wird, gibt es auch auf meinem Kanal zu finden. Das müsste jetzt vor ein paar Tagen gewesen sein. Und ansonsten, ja, verabschiede ich mich mit dieser wunderbaren Musik und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Tschüss, Leute!